So, wir fordern die Übernahme der Lohnerhöhung von der Metall- und Elektroindustrie. Das erstmal grundsätzlich. Also wir sind der Meinung, dass es der IT-Industrie nicht schlechter geht als der Metall- und Elektroindustrie. Eigentlich im Gegenteil. Die IT-Industrie, die trägt unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Wirtschaft. Und es ist eine Frechheit, dass die IT in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer mehr in ihrem Lohngefüge gedrückt wurde. Und was jetzt dran ist, ist die 3,4% von letztem Jahr und die Erhöhung, die jetzt in der Metall- und Elektroindustrie durchgesetzt wurde. Fassungslos über, über dieses Angebot. Geht gar nicht. Ja, geht gar nicht. Sind alle stinksauer. Also alle, die heute hier sind, sind sofort runtergekommen und finden das Motto auch passend. Ne? Der Ton wird schärfer, die Wurst auch. Das ist ja eine Provokation. Die Aktionäre erhöhen um 38%, wir 5, haben wir gesagt. Und jetzt sollen wir nur 0,5 kriegen. Da haben ja einige gedacht, das ist ein Witz. Ja, siehst du ja. Ist voll. Wird auch voller werden, wenn wir nochmal einen Streikaufruf machen würden, aber doch. Also das ist gar nicht zu fassen, wie stinkig die alle sind. Ja. Insofern ist es erstmal ein Versuch zu sagen, unser Gewinn bei den Bürgern heute ist es rein. Wo man sagt, ja stimmt. Genau, euer Gewinn wäre so, wenn wir sozusagen den Beschäftigten so viel. Der Ton wird schärfer, die Wurst nun auch. Ja. Dafür haben wir heute Currywurst gemacht in einer pikanten Schärfe, die jeden im Gaumen daran erinnert, dass es in der Tasche auch mehr Geld geben muss. Und zur Not können wir noch schärfer, aber dann kommen einem ja schon die Tränen, nämlich dem Arbeitgeber, wenn er Pech hat. Ne? Ja, gerne.